Geek's coverage of MWC 2015 is powered by ASUS. Sascha für Mobile Geeks, wir sind immer noch bei LG und schauen uns jetzt nur die LG Watch Urbane LTE an. Die ist ein bisschen verändert im Vergleich zur LG Watch Urbane, also die normale. Da gehen wir wieder zurück. Zum einen seht ihr sofort, wir haben hier zusätzlich noch drei Knöpfe an der Seite. Plus hier vorne seht ihr ein Mikrofon. Und ja, das Armband ist auch aus Plastik und nicht mehr aus Leder. Und das sieht mir nicht so aus, als könntet ihr das austauschen. Auch der Verschluss ist völlig anders im Vergleich zur normalen Urbane. Was ist hier der größte Unterschied? Natürlich, gleiche 1,3-Inch Pilot-Display habt ihr hier drauf. 320x320 ist die Auflösung. Quad-Core Snapdragon 400, Quad-Core 1,2 GHz, 1 GB RAM anstatt 512 MB und 4 GB interner Speicher. Es hat auch eine 700 mAh Batterie eingebaut. Im Vergleich zur LG Watch A und zur Bang ohne LTE sind das immerhin 290 mAh mehr. LTE futtert natürlich auch ein bisschen mehr. Aber jetzt kommen wir mal zum wichtigsten Unterschied und dann zeige ich euch jetzt. Und zwar läuft die natürlich nicht auf Android Wear, sondern auf einer Variante von WebOS. Wir gehen mal hier so ein bisschen durch. Da könnt ihr das sehen, dass entsprechend die ganzen Apps da drin sind. So, dann gehe ich mal auf die Settings drauf. Ich habe vorhin schon mal geguckt, ob wir da im System irgendwas sehen können. Leider überhaupt nicht. Ne? Auch wenn ihr auf Software-Updates geht und so weiter. Leider nicht. Mal gucken, wie man wieder zurückswipen kann. Es dauert immer so ein bisschen, bis ich da mich dran gewöhnt habe. Hier ist so ein kleines Quick-Menu. Da könnt ihr sofort den Ladezustand sehen. Ihr könnt sehen, wie die Empfangsqualität ist. Ihr könnt jetzt hier die Brightness einstellen und all diese Sachen. Oh, und Q-Voice, so nennt sich dann das System. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant, nachher mal zu sehen, wie das funktioniert. Ihr könnt hier Location an- und aufmachen, ihr könnt hier in den Flugmodus reingehen. Also es gibt eine ganze Sachen, ganze Menge Dinge, um da auszuprobieren. Wie gesagt, WebOS, es läuft damit natürlich nicht nur mit Android-Geräten zusammen und es könnte potenziell in der Zukunft dann vielleicht auch, man weiß es nicht, mit iOS oder vielleicht sogar mit Windows Phone zusammenlaufen. Das muss man sich genauer angucken. Ansonsten, richtig schönes Gerät. Da seht ihr übrigens gerade den Herzfrequenzmonitor hier auf der Rückseite, der gerade am Blinken war. Schönes Gerät. Ich weiß nicht, wie lange die Akkulaufzeit, wann es vor allen Dingen vorgestellt wird. Ihr habt es vielleicht schon so ähnlich während der CES gesehen. Da haben die von Audi eine Uhr vorgestellt, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit LG. Das war im Grunde genommen ja nur ein Pre-Production-Sample von der Urbane LTE. Innerhalb der nächsten zwei Monate soll gesagt werden, wann sie auf den Markt kommt, wie viel sie kosten wird. Geht man davon aus, dass es zuerst in Korea sein wird. Das ist ein erstes Hands-on von der neuen LG Watch Urbane LTE. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare rein. Ansonsten Thumbs up. Ich bin Sascha für Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.